Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der Patch 2.6.1 ist im PTU draußen. Also die nächsten Wellen sind auch schon rausgegangen. Also E-Mails müsstet ihr bekommen haben. Ihr könnt schon mal reingucken. Weezen hat schon den gestrigen Tag und die ganze Nacht zugebracht, den Patch halt zu testen. Und würde euch jetzt mal erzählen, wie das Ganze sich dann so darstellt. Also es ist natürlich jetzt, sage ich mal, kein Major-Riesen-Patch, weil es eher um Balancing-Issues geht für Star Marine und weil es dann um das Flugmodell geht, den Arena Commander. Und wir haben noch eine schöne, hier überarbeitete Super Hornet im neuen Look. Sieht jetzt 100 Jahre jünger aus, das gute Stück. Wie gefällt es dir denn, Dozer? Ja, also ich sehe, dass es halt ein bisschen anders aussieht, aber ich kann jetzt halt so die Major-Upgrades nicht so richtig ausmachen. Das Ding sieht immer noch aus wie ein fliegender Schuhkarton, aber ich meine, Herrgott, ja. Also es ist schon schade. Also ich muss sagen, ich finde es um einiges schnittiger. Auch die Health Points, so für die Hardpoints, also für die Bewaffnung und für die Ball-Turrets sind besser geworden. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Du kannst ja was über die Server noch erzählen, so lange, ne? Ja, genau. Wir werden da von der Side irgendwie beobachtet. Lass mal einsteigen. genau, das riesengroße Update ist ja, dass die jetzt halt Lumberyard-Server angeschafft haben, ja, und zwar lokale. Das heißt, wir haben halt weltweit jetzt nicht mehr nur einen Server, der halt in bei den Jungs im Büro steht, beziehungsweise halt in den USA drüben, sondern wir haben halt in der EU einen, wir haben für Australien einen und wir haben halt für die USA einen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, genau. Man kann halt auf allesamt drauf, aber dadurch sollten sich halt eben die Pings der Leute zueinander in den verschiedenen geografischen Regionen verbessern, was ja halt immer so das größte Problem war, nur gerade halt eben im Marina Commander und Star Marine. Hast du das schon mal ausprobieren können? Wie bitte? Star Marine? Ob wir jetzt, mittlerweile bessere Pings bekommen im Marina Commander. Ja, ich hab's jetzt noch nicht wirklich getestet, ja. Ich hab mich jetzt eher aufs Verse konzentriert und auf den Vendor Swarm. Aber ich habe das Gefühl, dass es wesentlich mit weniger X läuft. Aber da das ja PTU ist, weiß man natürlich nicht, ob das jetzt gerade nicht an der Serverauslastung einfach nur liegt, ne? Das muss kann man natürlich sein, ja. Na, das werden wir wahrscheinlich nach dem Release erst wirklich auswerten können. Also Fakt ist, dass wir jetzt halt die Server dazu bekommen haben. Tatsächlich während der Alpha, was ich persönlich schon ziemlich krass finde. Und dazu kam jetzt halt eben auch die sogenannte Megamap. Was das jetzt genau ist, müssen wir ja, halt also eben noch evaluieren. Aber vielleicht hast du dazu eine Idee. Auf jeden Fall haben wir ein gewaltiges 3D-Radar in der Horde. Das guckt sogar jetzt oben aus dem Cockpit raus. Bug gerade, dass du das so siehst. Also zur Megamap muss man sagen, dass wir das wahrscheinlich in der Vergangenheit etwas falsch interpretiert haben, weil soll jetzt noch reinkommen. Jetzt gerade ist sie off zurzeit in diesem jetzigen Patch und man soll eigentlich damit einfach nur durch die Singleplayer-Module zum jetzigen Zeitpunkt schneller von einem Spielmodi oder von einer Karte zur nächsten wechseln können, ohne über das Menü gehen zu müssen. Ja, und vor allen Dingen ein gewaltiges Update oder wie auch immer man das nennt, wahrscheinlich eher Upgrade oder vielleicht sogar Rollback, ist das, was Weezen hier gerade so wunderschön vorführt. Und zwar, die haben das Flugmodell überarbeitet, ja, also dieses Flugmodell, was halt doch relativ viel Hate bekommen hat und sehr viel Geschimpfe ausgelöst hat. Ist jetzt weiter überarbeitet worden und soweit ich das bisher interpretieren konnte, halt, bist du gar nicht so unzufrieden jetzt nach dieser Veränderung. Ja, ich glaube, wir hören es gerade halt so. Die Wendigkeit ist wieder da. Und ich werde fast ohnmächtig. Das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Also man sieht es hier gerade auch so im Seitwärtsstraven, ne? Ich arbeite jetzt hier mit Boost, wie schnell jetzt hier die Geschwindigkeitsübergänge wieder sind. Hatten sie auch gesagt, so, das ist so das ist mit aus dem Feedback so rausgekommen oder rausgefiltert worden, dass die gerade das Straving in den sechs Achsen oder die Bewegungsfreiheit in allen sechs Richtungen halt vergrößern wollten und das haben sie jetzt auch gemacht. Auch Afterburner und seitlich Straven ist kein Problem, da sieht man schon, was da für ein Speed entsteht. Man hat eindeutig hier an Bewegungsfreiheit gewonnen. Ich würde mal sagen, bevor der Afterburner komplett alle ist, ja, suchen wir uns mal ein Comaray. Wahrscheinlich habe ich ihn schon aufgebraucht. Genau. Hoffe nicht. Tankstelle, soll ich kurz Tankstelle vorher? Vielleicht, ja, genau. Machen wir nochmal schnell Cry Astro und dann. Also ich habe das schon gestern ausgiebig getestet. Es wurde auch tatsächlich die Feinde, die Anzahl der NPCs wurde verringert, weil tatsächlich die Piraten mit ihren Schiffen, die ja dem Spielerschiffen sehr ähnlich sind, sonst wirklich zu hart sind von den Trefferpunkten, ne? Na gut, mit dem alten Flugmodell war dann da halt kein Durchkommen mehr, kein so richtiges Durchkommen.
Genau, das neue Flugmodell kommt mir tatsächlich so ein bisschen vor wie so eine Symbiose aus 2.5 und 2.6, weil wir haben schon, jetzt quatscht er wieder. Nack. jetzt haben wir, danke. Super, ne? Das ist ein bisschen Loriot-mäßig. Wir haben nämlich jetzt wirklich erhöhte SCM-Geschwindigkeiten wieder, also bei der Superhold, jetzt kommen wir auf 180 Meter die Sekunde im SCM, was ja fast den 210 Metern pro Sekunde entsprechen, die wir im alten Patch hatten. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder viel dynamischeres Flugverhalten. Ja, schlecht wird es auf jeden Fall nicht sein. Aber haben wir jetzt eigentlich halt die größten Updates abgedeckt? Die Megamap hatten wir, wir haben das Flugmodell und die lokalen Server waren es, ne? Genau. Und natürlich so Balancing, Waffen und solche Geschichten. Aber das muss man halt alles ausprobieren. Und dafür ist er zu kurz Patch, draußen, ja. Genau, der Patch ist halt dafür jetzt auch kein Major-Patch, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Ja, deswegen ist es ja halt so eine 3-Punkt-Nummer, ne? Also es ist nicht mal ein Punkt-Release, nicht mal ein 0-Punkt-Release, sondern halt sogar auch noch die dritte Nachkommastelle sozusagen. Ist ein Miner-Patch, aber auf jeden Fall stecken hier dann doch einige interessante Sachen drin. Nur halt, ja, wir haben jetzt... auch ziemlich, fühlt sich auch ziemlich solide an, also wenn man sich so bewegt. Aber gut, es sind halt die Testserver, relativ früh jetzt hier morgens am Samstag in Europa. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier gerade alleine sind, aber eigentlich fühlt es sich alles wesentlich stabiler an als vorher. Alleine sind wir nicht, ich habe schon jemand gesehen. Ja? Irgendwer muss ja da irgendwie die Site irgendwie in die Luft gehangen haben. Dozer. Aber, ja... Wir machen den Test. Hast du eigentlich jetzt die Kontrolle über den Turm? Eigentlich müsstest du den haben, oder ich kann den mal testen. Na, ich habe jetzt aus der Turmcam wieder rausgeschaltet, du müsstest sie eigentlich wieder haben. Negativ. Nehmen. Ja gut, so. Dann, ja super, aber ich hab keine Zieloptik. Ups. Schalte mit F4 mal durch. Jetzt kriegen wir drei Piraten, ich fasse es ja nicht. Und ich sag gerade noch, sie haben eigentlich... Das ist natürlich jetzt gleich der harte Test. Ja, nee, nischt. Ich habe keinen Crosshair. Ja, dann, Oh Mann, das ist natürlich ganz schlecht jetzt. Ja, super, jetzt fail ich auch noch. Ja, ich baller hier total sinnfrei dagegen rum. Ja, nee, keine Chance. Ich steig einfach mal aus. Aussteigen? Ja, ich steig jetzt aus. Nein, ich steig jetzt aus. Kannst du gar nicht, glaube ich. Du hast recht. Das kann ich bei der Geschwindigkeit gar nicht. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich dieses Ding... Raketen. Ich hoffe, ich habe... Gut, dann mache ich einfach von außen ein paar schöne Bilder. Genau. Ach Gott, hier ist die Zieloptik. Auf dem Co-Pilotensitz. So, ich muss jetzt ein bisschen mich konzentrieren, weil... Ja gut, okay. Konzentrier dich mal. Weiß nicht, was TeamSpeak jetzt hier gerade labert, aber egal. Ja, ihr seht schon, es ist viel, viel, viel dynamischer als vorher. Das kann man wohl sagen. Ich sehe hier überhaupt nichts. Der Tragfläche ist weg. Verdammt nochmal, warum kriege ich denn jetzt hier vier verschiedene Gegner? Hier steht, dass Airconditioning ausgefallen ist. Oh, wir haben Höhenbruch. Das ist aber schlecht. Airconditioning ist Höhenbruch? Okay. Glaube, ja. Oh, die zweite Tragfläche ist ab. Okay. Oh. Ja, das war meine Rattler, die hat mir vielleicht ein bisschen Zeit verschafft. Bloß weg! Ja, bloß weg, ich repariere nochmal. Eigentlich hätten wir ein oder zwei Gegner kriegen sollen, ja. Also, oh nein. Moment, ich kann jetzt Rattler an eine Hornet stecken, ja? Ich meine, das sieht ja ganz geil aus, wie die da draußen dranhängen in dem aufgeklappten Teil. Ja, man kann jetzt sogar in die Super Hornet einen Size 3 Mount auch unten reinstecken, wenn man möchte. Aha. Für Raketen. Also das ist alles ein bisschen flexibler geworden, was ich ganz gut finde. Muss es natürlich jetzt noch ausprobieren. Oh Gott, jetzt sind wir auch noch hier in Korea gelandet. So, jetzt kann ich, glaube ich, mir in Ruhe hier eine Tankstelle aussuchen. Ja, Leute, das ist natürlich typisch jetzt wieder, der Vorführeffekt eigentlich. Oh Gott, hoffentlich haben sie die jetzt nicht mit dem letzten Patch wieder hochgesetzt, die Zahl, ne, der Feinde. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Aber ich würde sagen, halt, die Updates haben wir jetzt ja erstmal raus. Wir haben alles Wichtige gesagt. Und wir machen nochmal ein richtiges Let's Play, wenn wir ausgetestet haben, was denn jetzt halt so irgendwie die Nooks und Crannies an diesem Ding sind.
Und ja, ich würde sagen, das war jetzt einfach mal unser kurzes Update zum Star Citizen Patch 2.6.1 am Samstagmorgen ohne Tragflächen. Um 6. Crazy, crazy shit. Ja, nee, weil halt so irgendwie Weezen gerade keine richtige Download-Datenrate hat und deswegen hat der Patch sehr lange gelegt. Haben wir gesagt, machen wir ganz früh. So, ich mache die Folge jetzt fertig, gehe dann auf Arbeit, Weezen testet den Patch weiter und genau, liked und disliked die Episode, wie es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Guckt auf Patreon vorbei, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt. Oder schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder quatscht mit uns über Star Citizen, das mögen wir auch sehr gerne. Und genau, bis zum nächsten Mal sagen Weezen Dozer euch jetzt, see you on the flight deck. Und ich hab's verpennt. Guten Morgen, macht ja nichts. Also dann, bis dann Leute. Tschüss.